Leute, wenn ich dieses Grinsen im Gesicht habe, dann heißt es was Gutes. Denn ich sehe hier draußen schon einige Sachen, die mich auf jeden Fall schon mal, ich sag mal, mit Euphorie befüllen lassen. Aber erstmal möchte ich euch zeigen, mit wem ich unterwegs bin. Das ist der Diego. Sag mal, hallo. Und das ist der liebe Speedy. Und die werden jetzt hier im Auto warten. Das ist aber kein Problem, weil dieses Auto hat die Möglichkeit, dass ich es aufheize oder runterkühle, während ich draußen bin. Und ich kann das über das Handy quasi überprüfen. Deswegen braucht ihr euch auf jeden Fall keine Sorgen machen, dass mit den Hündchen was ist. Werde mir das auch immer angucken. Aber die möchten lieber dabei sein, als zu Hause alleine zu sein. Also von daher könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, dass ich immer alles dafür tue, dass es denen gut geht. Aber jetzt zurück zu dem Video. Und ich zeige euch das mal. Wir sind in Koblenz, das möchte ich schon mal verraten. Und wir sind bei dem Wehrtechnischen Museum. Und schaut euch mal hier. Das ist eine Platte, wo Beschusstests durchgeführt worden sind. Stahlschartenplatte für MG mit Schiebeverschluss. Diese Panzerplatte schloss die MG-Kampfräume nach vorne ab. Sie wurde in den deutschen Befestigungen der Oder-Wartelinie und des Westwalls, Oder-Wartelinie ist ja der Ostwall, Video habe ich online dazu, in großer Zahl verbaut. Und das dahinterliegende MG vom Typ 08 oder 34, steht immer für das Jahr übrigens, gegen feindliche Waffeneinwirkungen zu schützen. Das bedeutet, hier hinter dieser Scharte, da seht ihr das, die konnte man schließen, war dann der MG-Schütze und hat auf die Gegner gefeuert. Der Betrachter, sprich wir, sieht die Platte von den innenliegenden Rückseite. Ja, warum innenliegen? Weil man hier nach links und nach rechts schieben konnte. Wir befinden uns quasi in dem Kampfraum und nach draußen wurde geschossen. Dabei weisen auch die zahlreichen Durchschüsse mit panzerbrechender Munition auf die Schwachstelle dieses Schartentyps hin. Die wenig beschusssichere Schiebeverschlüsse fehlen von Seeschlitz und Waffenscharte. Die unzureichende Panzerstärke von nur 100 mm und sowie die im Auge nicht erkennbare Tatsache, dass hier noch kein Panzer, sondern nur Waldstahl eingesetzt wurde, weil die Massenfertigung von Panzerteilen erst ab 1936 anlief. Also drei Punkte, warum man diese Panzerplatten später nicht mehr eingebaut hat. Und ja, so sieht das aus, wenn 10 cm Panzerstahl durchbrochen wird. Wir befinden uns jetzt hier in der sogenannten wehrtechnischen Studiensammlung. Und hier in dem Bereich ist tatsächlich kein Schusswaffengebrauch. Aber wenn man hier vorne zur Kaserne geht, die ist noch aktiv, dann könnte das natürlich schon passieren. Hier vorne ist das drin, im gesamten Gebäudekomplex, hier vorne auch. Da gehen wir gleich rein. Hier eine Splitterschutzzelle, Einmalbunker. Und ansonsten, das ist wahrscheinlich nur aus dem Krieg. Ja, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Heute mal kein Lost Place Video. Aber ich finde, auch solche Sachen haben ihren Reiz und die müssen gezeigt werden. Und das Museum war ganz, ganz lange zu. Und jetzt ist es auf und jetzt freue ich mich total, dass es nur irgendwie, keine Ahnung, 50, 60 Kilometer von mir entfernt ist. Es ist also ein Katzensprung. Und ich glaube, das ist eine Empfehlung für jeden, dass ihr mal hinkommt. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt rein. 3.50 Uhr, also Preise wie damals, kann man super mit den Kindern machen und ist eine schöne Sonntagsbeschäftigung. Also bis gleich. So, wir kommen gar nicht erst rein. Schaut mal hier. Das habt ihr vielleicht schon mal in irgendwelchen Dokumentationen gesehen. Das ist eine sogenannte Wasserrollbombe. Und von diesen Exemplaren bzw. von diesen Waffen, Experimentwaffen, gab es relativ viele. Und die hat man gegen Staudämme eingesetzt. So sah das aus, wenn der Staudamm noch heil ist. Und ja, wenn er gebrochen ist, dann ist die gesamte Stadt dahinter geflutet worden. Also auf jeden Fall Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Hier haben wir sogar ein Schaubild, wie das funktioniert. Also hier ist die Rollbombe, da ist das Flugzeug. Die hat man quasi wie so einen Stein dann pitchen lassen. Und dann ist die hier gegen die Mauer gekommen, ist nach unten gegangen und ist dann detoniert. Und dadurch ist dann die Staumauer kaputt gegangen. Hier haben wir eine Großladungsbombe. Das wird wahrscheinlich eine dafür gewesen sein, um die Dächer zu entfernen. Genau, die hat man geworfen. Die wurden dann quasi in die
haben wir jetzt leider nicht in die Städte geworfen. Und kurz bevor die den Boden getroffen hat, quasi auf Haushöhe, sind die explodiert. Und man hat die auch, wie hat man die nochmal genannt? Mir fällt es gerade nicht ein. Also sie waren auf jeden Fall dafür da, dass man die Dächer weggesprengt hat. Und dann konnten die Phosphor-Brandgranaten nachgeworfen werden. Und dadurch kamen die großen Feuerstürme zustande. Auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. So, also, wir gucken mal. 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr, an Feiertagen geschlossen. Und so, Kamera ist erlaubt, das ist schon mal gut. Also, bis gleich. So, meine Freunde, also, es kostet tatsächlich nur 3 Euro. Man gibt vorne seinen Ausweis ab. Dafür bekommt man hier ein Besucherkärtchen. Und total freundlich, ich habe gerade nachgefragt, die hatten 3 Jahre lang geschlossen, 3 Jahre lang und haben jetzt, glaube ich, seit irgendwie 5 Monaten oder so wieder geöffnet. Freut mich total und wie gesagt, 3 Euro braucht man, glaube ich, nicht drüber zu sprechen, oder? So, Leute, das ist ja wohl absolut krass, was wir hier sehen. Ein geteilter Panzer. Ich denke, das ist ein Leopard 1. Wir gucken gleich mal. Das dürfte ein Leopard 1 sein mit seiner Glattrohrkanone. Und schaut mal, da sind die Geschosse drin. Bestehen hinten aus der Kartusche. Vorne ist das Geschoss selber. Und man hatte natürlich verschiedenste Geschosse. Manche sind panzerbrechend. Da hinten ist eine Übungsmunition. Es gab Sprenggranaten. Und hier vorne einfach nur ein Penetrator. Der ist dann einfach nur mit der kinetischen Energie in das Ziel eingedrungen. Hier sehen wir mal so einen Schnitt, meistens mit Wolframkern. Das hat natürlich einen Vorteil. Bei anderen Haubitzen zum Beispiel musste man quasi vorher berechnen, wo man hinschießen wollte. Dann hat man das Rohr geneigt, dann hat man die jeweilige Patrone eingeführt und dann muss man noch berechnen, wie viel Treibladung man benötigt. Das muss man hier bei dem nicht. Das macht alles der Zielcomputer und über eine Stabilisierung hält das Rohr auch dauerhaft auf das gegnerische Ziel. Hinten ist relativ viel Platz, da war natürlich der Motor drin, hat man wahrscheinlich teilweise hier auf der anderen Seite das Getriebe. Nee, ist der Bremssattel. Das ist die Bremse. Und schaut mal, obwohl der Panzer so modern ist, hat man da relativ wenig Platz drin. Das ist schon krass, ne? Und stellt euch mal vor, der schießt und ihr seid da drin oder steht daneben. So, das sind die Aggregate. Verschiedenste Aggregate. Und da hinten sehen wir wahrscheinlich ein relativ neues Modell. Turbolader, so sehen Turbolader aus. Gibt es auch im Auto. Kraftstofffilter. Die kann man meistens mit allem betanken, von Benzin über Diesel, manche sogar mit Flugzeugtreibstoff, gibt es halt alles. Ja, für diejenigen, die sich für Motorentechnik interessieren, auf jeden Fall eine schöne Sammlung. Und jetzt gucken wir uns mal an, das sind neue Modelle und hier haben wir auf jeden Fall einer der ersten Panzer auf dem Schlachtfeld. Vielleicht sogar der erste richtige Panzer, der M17 FT von Renault. Man sagt da auch Renault FT. Und der hatte einen Vorteil gegenüber den anderen Panzer, die es so gab. Die anderen Panzer hatten keinen beweglichen Turm. Der hatte schon einen beweglichen Turm. Und das war ein Riesenvorteil im Feld, weil früher musste immer der Panzer an sich gedreht werden. Und hier konnte der Panzer in eine Richtung fahren. Und der Bordschütze konnte in die andere Richtung feuern. Genau. Im Ersten Weltkrieg hat er gekämpft und war einer der ersten Panzer. Stückzahl 3187. Auch spannend, das habe ich damals noch gut in Erinnerung. Und es gibt einige Videos von der Schlacht an der Somme und Verdun. Da gibt es tatsächlich Soldaten, die hier reinkrabbeln und auf Schlachtfeld robben. Und das ist quasi so einer der ersten Panzer, Personenpanzer. Holländer Schild nennt man das. Hier gibt es verschiedene Modelle. Alles Zweiter Weltkrieg hier oben.
Das sind schon neuere Modelle. Aber auch noch, ich glaube, der Walker, ne, das sind Nachkriegstechnik. So 60er, 70er Jahre. Genau. Und hier nochmal für alle, die den Panzer vielleicht komplett sehen möchten. Übrigens absolut toller Zustand. Ich habe einen in Frankreich gesehen bis jetzt. Im Panzermuseum Samur. Aber der ist hier noch mal in einem besseren Zustand. Wirklich krass. Wirklich top. So, dann haben wir einen Schützenpanzer höchstwahrscheinlich. Mörserträger, müsste aber trotzdem Schützenpanzer sein. Ne, ist ein Mörserträger tatsächlich. Das bedeutet, hier vorne seht ihr den Mörsertopf. Und dann hat man die Klappen aufgemacht und dann konnte man wie aus einem normalen Mörser dann Steilfeuer tätigen und in gegnerische Gräben etc. reinschießen. Und so sehen Mörsergranaten aus. 120 mm hochexplosiv. HE steht für hochexplosiv. Ja. Gibt es halt in unterschiedlichen Ausführungen. Hier haben wir einen Prototyp für einen Spähpanzerjäger. Hotchkiss mit 90 mm Bordkanone. Und 90 mm ist schon ein Wort. Die heutigen haben, glaube ich, 150 oder 155. Der ist aber auch schon ein bisschen was älter. 1961, genau. Der dürfte noch einen gezogenen Lauf haben. Wir gucken mal rein. Ja, der hat noch einen gezogenen Lauf. Patrone 90 mm Hohladung, Flügel stabilisiert. Also Hohladungsgeschoss. Was heißt Hohladungsgeschoss? Ihr müsst euch vorstellen, da ist ein Kupferblech drin. Da haben wir, glaube ich, hier auch genau Kupferblech. Hier, das ist das Kupferblech. Das geht natürlich auch nach oben. Und hier durchbricht quasi die Patrone erstmal die Panzerung. Und dann explodiert hier dieser Sprengstoff und dieser konische Kupfer oder kegelförmige Kupferblech wird dann zu einem kleinen Strahl und durchdringt dann die Panzerung. So müsst ihr euch das vorstellen. So, das wird hier wahrscheinlich ein Truppentransporter gewesen sein. Ja, Experimentalfahrzeug. Boah, das ist natürlich schon spannend hier. Und der sieht dem aktuellen doch relativ ähnlich, oder? Mir fällt gerade nicht der Name ein, aber... Mir fällt tatsächlich nicht der Name ein. Und VW Touareg müsste das sein, genannt VW Frettchen. Das wäre doch ein geiles Urbex-Fahrzeug, oder? Der sieht ja mal richtig schnicke aus. Wahrscheinlich auch gepanzerte Scheiben, natürlich. Oh mein Gott. Leute, wir werden ja fast an etwas vorbeigelaufen. Da will ich noch gar nicht drauf zeigen, aber der ist ja wohl krass. Das ist ein gepanzerter Truppentransport oder Gruppentransporter als Prototyp. Alter Schwede, ist heftig. Der ist richtig heftig. Auch hier wieder Beschusstests. Und das Gute ist, ich habe ja meine Lampe dabei. Es ist hier irgendwie ein bisschen dunkel. Oh, ich muss tatsächlich, das ist so groß, das Gefährt, muss ich tatsächlich ein bisschen zurückgehen. Ich kriege den gar nicht richtig drauf. Und damit ihr mal ein Größenverhältnis habt, das Ding ist einfach nur riesig. 2 cm. Also aus meiner Sicht könnten Sie die Preise ruhig ein bisschen anheben, dafür aber eine bessere Beleuchtung einsetzen. So, und so sieht das da drin aus, Leute. Boah, heftig. Das ist wirklich krass. Ja, auch wenn man sich da drin vielleicht ein bisschen geschützt fühlt. Hier zum Beispiel Sitze. Oh, die sind sogar sehr angenehm. möchte man da natürlich nicht mit in den Krieg ziehen, also ich jedenfalls nicht. Leute.
Das wird ein langes Video, aber das wird auch ein richtig spannendes Video. Den habe ich schon mal gesehen im Panzermuseum Munster. Es ist ein Panzer mit zwei Rohren. Und es ist eigentlich fast unmöglich, das hier drauf zu kriegen. Da war ein bisschen Schmierfilm drauf. Schaut euch das mal an. Das ist einfach gigantisch. Würde man so viel Energie in Friedensverhandlungen reinstecken wie in Kriegsmaterial? Ja, aber so sind die Menschen, ne? Boah. Es ist wirklich abnormal, Leute. Es ist wirklich abnormal. Ich frage mich nach dem Sinn von dieser Waffe, weil das ist ja ein Riesenpanzer und das bedeutet, es müsste auf jeden Fall zwei Schützen gegeben haben und so wie das aussieht, sind die gar nicht zur Seite neigbar. Bedeutet, man musste das Fahrzeug dann entsprechend in die Richtung bewegen. Ja. Ja, hier. Gegenüber der bislang eingeführten Kampfpanzer sollten durch das Doppelrohr des Kasemattenkonzept unter anderem folgende Verbesserungen und Leistungssteigerungen erzielt werden. Höhere Feuerkraft durch kürzere Reaktionszeiten. Ah, man könnte schneller schießen. Durch höhere Trefferwahrscheinlichkeit, höhere Zerstörungswahrscheinlichkeit, höhere Beweglichkeit durch höhere Motorisierungsgrad. Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Und höhere Überlebensfähigkeit. Also, ich glaube ja, eins kann ich nachvollziehen. Man konnte natürlich deutlich schneller laden, weil zwei Kanonen vorhanden sind. Aber die neuen Panzer haben ja mittlerweile eine automatische Nachführung der Granaten. Und ich glaube, das hat das Ding auf jeden Fall schnell abgelöst. Hier auf jeden Fall nochmal ein sehr spannendes Gefährt. Ich gucke mir gleich mal an, um was für ein Panzer es sich hier handelt. Kampfpanzer 70, Prototyp. Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, diese Panzer müssen ja aufs Schlachtfeld gebracht werden und nicht nur eins oder zwei. Und die sind ja nicht selbstständig gefahren, sondern die mussten ja auf Schiene oder auf Transport-LKW gebracht werden. Das ist, kann man sich gar nicht vorstellen. So, hier haben wir das Kugellager. Und obwohl das so massiv ist, musste das alles sehr feingliedrig auch gearbeitet werden. Und so sieht ein Panzer inklusive Federung auch von innen aus. Schönes Schnittmodell. Toll, wirklich toll. Und hier haben wir alte Motorräder. Auch die kommen hier auf ihre Kosten, alte BMW. Und das ist schon relativ modern hier, das Gerät. Mit Beiwagen. Und das ist natürlich ein Kettenkratz. Das ist, wenn man das so in dem Zustand noch kriegt, da muss man sehr, sehr viel Geld bezahlen, Leute. So, wir gehen jetzt mal zu dem Panther, deutschen Panther, Kampfpanther. Und da steht er, Leute. Ich gebe euch mal ein bisschen Licht drauf. Schaut euch das an. Ein absolut toller Zustand. Mehr geht einfach nicht. Und Porsche, ich glaube Porsche müsste es sein. Ulrike steht drauf, wir gucken mal. So. In Summe knapp 6000 Stück wurden gebaut, über alle Hersteller. Aber weiter. Das ausgestellte Exponat wurde mit einigen anderen Fahrzeugen nach Kriegsende unter britischer Regie zu Vergleichszwecken mit eigenen Fahrzeugentwicklungen fertiggestellt und von 1985 bis 1991 für dieses Museum restauriert. Zusätzlich angebracht ist eine von 1943 bis Ende 1944 verwendete nachgebildete Antihaftpanzer
Minenbeschichtung, auch Zimmeritbeschichtung genannt. Das ist hier diese Beschichtung. Und man hat auch noch ein Infrarot-Kommandantenzielgerät FG-1250 als Nachbildung aufmontiert. Aber leider, da oben ist es, Leute. So, da oben, Infrarot, vielleicht könnt ihr es sehen. Also, ein bisschen wurde dran gemacht, aber grundsätzlich in einem Originalzustand. Ein Traum, ein absoluter Traum. Selbst die Scheinwerfer, Leute, von Bosch sind noch zu sehen. Also, ich glaube, jeder World of Tanks-Spieler oder wie die ganzen Spiele heißen, der würde sich jetzt hier gerade freuen, das Ding zu sehen. Aber auch das finde ich absolut krass. So, das müsste eigentlich ein Hetzer sein, oder? Ich vertue mich immer zwischen Hetzer und dem anderen. Ja, also auf jeden Fall ein Kanonenjagdpanzer. Scheint doch ein bisschen moderner zu sein. Es ist keins aus dem Zweiten Weltkrieg, sehe ich gerade. Genau, 1966 bis 67. Sieht ein bisschen ähnlich aus. Und schaut mal hier, man kann hier sogar reingucken. Jetzt kriegen wir gerade Besuch. Die Idee, also erstmal die Panzer zu machen, war auf jeden Fall gut. Da oben die Winkelspiegel. Man konnte dann da unten reingucken und konnte beschusssicher das Schlachtfeld begutachten. Hier sehen wir verschiedene Granaten. Ein Modell. Hubschrauberabwehrkampfwagen. Ja, okay. Hier haben wir verschiedene Modelle. So, und hier bin ich mal gespannt, was wir hier für einen interessanten Panzer haben. Schaut euch mal das an, das ist auch schon wieder so riesengroß. Versuchsträger mit scheitellafettierter Waffe. Das ist grandios. Schaut euch mal die schiere Größe dieser Kampfmaschinen an. Das ist einfach unvorstellbar. Die Kanone wurde oben aufmontiert. Wie gesagt, Versuchsträger, die wir gerade gelesen haben. Und ich könnte mir vorstellen, ja, dass das ein Mannschaftstransporter gewesen ist. Da seht ihr das. Hier konnten die Menschen, also die Soldaten, rausgelassen werden. Und da hinten hat man das Geschütz beladen und getestet. So, mal gucken, wo wir jetzt weitergehen. Weil jetzt haben wir ein paar Besucher hier gerade. Gerade waren wir noch relativ leer, alleine. Ich bin noch ein bisschen krank. Über Weihnachten, Silvester habe ich mir irgendwas mein Gott. Aber naja, so ist das nicht, oder? Schaut euch das mal an. Milhind müsste das sein. Milhind. Schaut euch das einfach mal an. Die haben hier einfach den größten Kampfhubschrauber der Welt haben die abgeladen. Den kennt ihr bestimmt aus den Filmen Rambo. Boah. Alleine die Kanonen hier vorne. Unvorstellbar, Leute. Es ist wirklich unvorstellbar. Verschiedenste Bewaffnungen. Das sind zwei oder drei Miniguns in einem Topf. Dann hier ungelenkte Raketen. Und das müssten gelenkte Raketen sein. Und schaut euch mal an, wie riesig das Ding ist. Das müssten Flares sein, um die hitzeleitenden Raketen abzulenken. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Und hier, der Abgasschall geht nach oben. Boah, ein Riesenteil. Das müssten Zieldrohnen sein für Zieltests. Und das hier sind Zusatztriebwerke. Die hat man unter einigen Flugzeugen drunter gemacht, damit sie eine kürzere Startbahn hatten. Taurus-Lenkflugkörper, gerade ein Thema für den Ukraine-Krieg. Eine Drohne, die ist relativ neu. Schaut euch mal an.
Taurus-Lenkflugkörper. Natürlich atomar bewaffnen, also die konnte man mit Atomsprengköpfen bewaffnen, aber auch konventionell. Ja, und die fliegt. Was haben wir hier? Und teilweise sogar schon mit QR-Code. Das bedeutet, die sind auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand hier, was das Thema angeht. Und eine Drohne. Deutschland hat ja relativ spät angefangen mit Drohnen. Da waren die anderen schon deutlich weiter. Vom Apache unten. Jetzt müssen wir gleich aufpassen, dass wir die Kinder nicht drauf bekommen. Dann Heuschreck ist das, glaube ich. Ne, Alouette. Helikopter. Der ist normalerweise nicht bewaffnet, aber den haben sie hier mit Stummelflügeln verlängert, damit er auch Bewaffnung tragen kann. Optisches Zielsuchgerät wird das wahrscheinlich sein oder Scheinwerfer, eins von beiden. Gott, das will ich wissen. 19. Elektronischer optischer Sensor. Okay. Boah. Also wie gesagt, ich bin natürlich gegen Krieg. Aber die Militärtechnik, die ist schon sehr spannend. Das werden wahrscheinlich Aufklärungsbehälter sein mit Kameras. Ein Triebwerk. Oh, Leute, schaut euch das Triebwerk an. Mega spannend. So sieht ein Triebwerk von hinten aus. Hier haben wir ein zweites. Und hier haben wir einen Suchkopf von einer relativ großen Rakete. Boah. Das scheinen hier Bomben zu sein. Ja, das sind, glaube ich, Splitterbomben. Da sind noch mal ganz viele kleine drin. Schlagt mich aber nicht. Das ist nur eine Vermutung. Boah, hier ist noch eine Bombe dran, 125, wahrscheinlich für die Kilo. Und unten drunter ein Zusatztank. Und so sehen Raketen von innen aus, Leute. Das ist der Sprengkopf, Sprengsatz und hinten ist der Treibstoff drin. So, was haben wir denn hier überhaupt für ein Flugzeug? Eine Saab oder so? Oder? Schwierig zu sagen. Starfighter. Witwenmacher, hat man dazu auch gesagt. Heftig. Direkt darüber nächstes Flugzeug. Schaut euch das mal an. Und denkt immer dran, Leute, ich habe hier 3 Euro für bezahlt und sehe hier jegliche Waffengattung. Jegliche Waffengattung. Abfangjäger Mirage 3 war sehr erfolgreich, sehr, wie sagt man, sehr wendig, dieses Flugzeug im Luftkampf. Und jetzt weiß ich auch warum, es ist relativ klein. Stummelflügel auch nur, Delta-Konzept. Und dann sieht man mal so ein Flugzeug von unten, ne? Also, mega. Das Ding hatte ich auch als Modell. Ich habe die alle mal früher als Modell gebaut. Und das haben wir hier. Experimentträger. Schaut mal hier. Turbine hochkant. Auch, das ist wahrscheinlich ein Modell für einen Senkrechtstarter, könnte ich mir vorstellen. Schwebegestell. Erprobungsgerät für die Flugsteuerung für Senkrechtstarter. Ja, vieles kann man sich selbst herleiten, wenn man so ein bisschen sich mal damit beschäftigt hat. Hier haben wir einen Senkrechtstarter. Ist das ein Harrier? Ne, ist die FAK 191B. Das war der erste Senkrechtstarter. Wahrscheinlich, oder? Schauen wir mal, vor 30 Jahren. Ja, erste Prototyp. Also ihr seht, hier sind ganz, ganz viele Prototypen. Da seht ihr die verstellbaren Düsen. Nach hinten, dann ist man natürlich nach vorne geflogen. Nach unten, dann ist man entsprechend nach oben geflogen. Und da musste man nochmal zusätzlich einen Deckel aufmachen, damit man auch genug Sauerstoff bzw. Luft angesaugt bekommen hat. Oben nochmal die Mirage. Es ist ein bisschen schwierig zu filmen. Ich hoffe, ihr kommt
mit meinen Kamerabewegungen trotzdem klar. Hier, das ist auf jeden Fall ein deutsches Modell. Und hier haben wir die MiG-21. Das ist auch ein ganz bekanntes Flugzeug aus den ganzen Filmen aus den 90ern. Und das sind diese, ich denke, das ist eine Sidewinder-Rakete. Ungelenkte Raketen. Pip. So, und jetzt, glaube ich, kommen gleich Kinder uns entgegen. Deswegen müssen wir einmal vorsichtig sein mit der Kamera. Ja, da sind die Kinder. Und wir schauen mal, dass wir... So, das schneide ich jetzt so nur draus. So. Aufnahme. So, also, das müsste ein Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein und Afrika-Bemalung. Genau, SDKFZ 31, Baujahr 38 und Leute, ich versuche mal, schaut euch mal das größte Feld an. Das ist einfach unnormal, wie groß diese Panzer einfach sind. Wie gesagt, man muss sich immer vorstellen, die mussten ja auf das Schlachtfeld gebracht werden und nicht einer, sondern manchmal Hunderte oder ne, Kursk gab es ja die größte Panzerschlacht, die es jemals gab. Da waren, glaube ich, mehrere tausend Panzer einfach auf diesem Schlachtfeld. Und ich zeige euch mal, wie groß das einfach ist. Also wie gesagt, es ist ein anderes Format, als ihr sonst von mir kennt. Das ist diesmal kein Lost Place. Aber ich hoffe, auch meine Stammzuschauer finden das einigermaßen spannend. Weil es hat ja irgendwie damit zu tun. So, Flugabwehrkanone 7,7. Die 8,8 kennt, glaube ich, jeder. Die 7,7 ist ein bisschen kleiner und war häufig, ich denke, auf U-Booten war die, glaube ich, montiert. Mal gucken, was war. Ich glaube, das Ding stand auf, also in dem Fall ja nicht, wir sehen ja hier Lafette und so weiter. Alter Schwede. Hätte ich hier was ganz übersehen. Das Ding ist brutal. Schaut mal hier, müsste eine Bofors sein, oder? Ne, Rheinmetall Borsig. Schaut euch das mal an. Mit dem Schild vorne. 3,7 cm Flugabwehrkanone, Zwilling. Das ist wahrscheinlich unsere 8,8, genau. Da ist sie. Die allseits bekannte und sehr gefürchtete 8,8. Die wahrscheinlich bekannteste Waffe im Zweiten Weltkrieg. Und ich meine, die hatten noch eine zweite hier stehen. Die haben so ein bisschen traurig da so in die Ecke gepflanzt. Eigentlich ein bisschen schade, weil die könnte man auf jeden Fall nach vorne holen. Und vielleicht habt ihr das Video gesehen, ich habe die mal verlassen in einem Berg gefunden. Und da vorne ist das Höhenrichtgerät, das liegt da, drei Stück liegen da noch. Fliegerabwehrkanone, 7,62. Das dürfte dann kein deutsches Modell sein, weil das ist russisches Beutegeschütz, genau. Weil 7,62 war nicht von den Deutschen. So, hier haben wir eine ziemlich große Feldartillerie, Feldhaubitze. Das ist, glaube ich, dasselbe, ne? 1939 bis 41, die 36. In der originalen Tarnbemalung, wird aber nachträglich aufgebracht sein, weil das ist eher mit einer Sprüh. Okay, es ist nicht original. So, das Kaliber ist schon ein bisschen größer. Und ihr seht, Leute, da geht es noch richtig weiter. Schwere Feldhaubitze 18. Auch im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. 21 cm Kanone 38. Unvorstellbar. Da lohnt es sich auch mal ein bisschen näher ranzugehen, finde ich. Wir gucken gleich mal, wie viele Leute das Ungetüm bedienen mussten. Schaut euch mal das Rohr an. Das geht von da bis da hinten. Und hier haben wir das Ganze nochmal als 17 cm. Und hier sehen wir nochmal das russische Beutegeschütz. Also ist
glaube ich, es bringt auch gar nichts, wenn ich euch hier Details zeige. Ich kann euch eigentlich nur Impulse geben, dass ihr einfach mal hier hinkommt. Und wenn ihr euch für sowas interessiert, dass ihr euch das entsprechend auch anschaut. Das ist Versuchsträger für die Feldhaubitze 155. Das ist quasi das Rohr für die Panzerhaubitze 2000. Ich glaube, die steht hier auch noch. Wir gucken uns das gleich mal an. So, und dann hoffe ich, dass wir hier die Panzer nicht ausgelassen haben. Das wäre nämlich schade. Könnte schon fast ein Leopard sein hier. Ja, Leopard 2. Leopard 2, den hätte ich euch fast unterschlagen. Das ist das Gerät, was gerade in der Ukraine kämpft. Hier hat man das Rohr, ich glaube verkürzt, es müsste eigentlich länger sein, oder? Oder es ist ein frühes Modell. Ja, das ist auf jeden Fall ein frühes Modell. Also die neuen, das ist sogar ein Prototyp nur. Und Turm ist modifiziert. Ja, genau. Normalerweise ist er nämlich länger. Krauss Maffei ist der Hersteller. Und 75er Baujahr. Also die neuen sind natürlich deutlich kampfwertgesteigerter. Und ja, mich würde auf jeden Fall interessieren, wie sie sich... nicht falsch verstehen, aber mich würde auf jeden Fall interessieren, wie sie sich schlagen im Vergleich zu den russischen Modellen, weil auch die sind nicht zu unterschätzen. So, kleiner Überblick über den Raum. Da hinten haben wir ein Navalgeschütz, ein Schiffsabwehrgeschütz oder ein Schiffsgeschütz, so rum. Ein ganz langes Rohr, das kann ich noch nicht erkennen. Verschiedene normale Fahrzeuge. Eine Pritsche. Man muss ja auch Menschen und Material transportieren. Hier haben wir einen Wiesel. Übrigens einmalig, so wie ich das letzte Mal im TV gesehen habe. Wir sind quasi in Deutschland oder bei der Bundeswehr die einzigen, die so ein vergleichbares Gefährt haben. Und sehr schnell und sehr unauffällig für die Aufklärung. Aber auch das Maschinengewehr, was sie oben drauf gesetzt haben, das darf man nicht unterschätzen. So, hier ist noch was Spannendes, ein Goliath. Das war ein ferngesteuerter Panzer, kann man nicht sagen, sondern es ist quasi, hier kam Sprengstoff rein und dann konnte man die mit der Fernbedienung in Richtung der gegnerischen Panzer oder Stellungen fahren. So, wir gehen mal hier lang. Das ist Brücke-Legen-Panzer wahrscheinlich, oder? Eine Tiefflieger-Überwachungsradar. Panzer. Ja, natürlich. Ich hätte vielleicht ein bisschen zu überlegen. Da sehen wir das Radar. Übrigens, das hier sind kleine Kartuschenbehälter für die Nebelabwehr. Dann können so kleine Nebeltöpfe geworfen werden. Und das Fahrzeug verschwindet dann hinter einer Nebelwand. Das sind wahrscheinlich für frühe Drohnen. Mein Gott, genau, hier haben wir verschiedene Drohnen. Und hier sehen wir wieder ein Fahrzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese riesigen Geschütze mussten ja transportiert werden. Das hat man hier mit so großen Gefährten getan. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Möbelwagen ist. Steht leider nicht drauf. Es ist ein quasi 2 cm Vierlingsflak auf dem mittleren Zugkraftwagen 8T. Ich glaube aber, dass man diese auch Möbelwagen genannt hat. Weil sie sehen so aus, als ob man damit ein Möbel transportieren könnte. Genau, hier ist die Waffe und nicht zu unterschätzen, eine gut eingespielte Mannschaft konnte damit auf jeden Fall Tiefflieger vom Himmel holen. Und das ist ein amerikanischer Half-Track, müsste das sein? M16 Half-Track, ganz genau. Warum Half-Track? Weil er hinten eine Kette hat und vorne Reifen. Und er hat auch hier die vierlings überschweren Browning-MG-Maschinen. Ich merke gerade, so wenig Ahnung habe ich ja gar nicht. Ja, hat sich so über die Zeit ein bisschen was angesammelt. Aber ich könnte euch jetzt nicht die ganzen Türme von den jeweiligen Panzern unterscheiden. Da hört es dann bei mir irgendwann auf. So, also, wir finden hier ein U-Boot. Wir finden hier einfach ein U-Boot. Wir gucken aber erstmal hier, das sind Wasserbomben verschiedenster Modelle. Hier ist eine Wassermine, das wird auf den Grund verbracht und dann stellt man die Länge ein und dann geht hier quasi dieser
Behälter gefüllt mit Sprengstoff hoch, nicht ganz an die Wasseroberfläche, damit man die nicht sieht. Und sobald ein Schiff hier gegenfährt, detoniert die und durch den Druck bersten dann die Schiffsaußenwände. Genau. So, was haben wir denn hier? Also hier Schiffsgeschütz. Die waren in der Regel immer marinegrau angestrichen. Genauso wie das U-Boot hier. Da war ein Torpedo oder ist ein Torpedo. Und wir können hier sogar reingucken, Leute. Also das ist natürlich ein ganz kleines U-Boot für Spezialoperationen. Da saß man dann drin über mehrere Tage. Und dann hatte man zwei Schuss und die mussten natürlich sitzen. Ich zeige euch das nochmal von vorne. Das sind die quasi die Beschriftung, wie tief man gerade liegt. Und ich glaube, das hier ist die Bismarck oder die Tirpitz. Die Bismarck. Genau, haben wir die Tirpitz. Die Tirpitz ist das Schwesterschiff davon. Ist quasi 1:1 baugleich. Und auf der Tirpitz hat mein Opa gedient. Ich habe noch das Soldatenbuch von ihm. Wunderschön gebaut. Toll. So, Zielfernrohr. Kann man leider nichts durcherkennen. So, das ist das U-Boot. Die Kanone, verschiedene Torpedos, noch eine Wassermine, Raketenwerfer gegen Schiffsziele höchstwahrscheinlich. Ein Sonar, nee, Radarkonsole und da Schiffsgeschütz. Leute, es ist einfach abnormal, was hier zu sehen ist. Die ganze alte Technik. Ein Gatling-Geschütz gegen ankommende Seeraketen. Schiffsmotor. Weiterer Motor. Ein Riesenmotor. Kriege ich gar nicht drauf. Probieren wir auch gar nicht erst. So. Hier haben wir das Schiffsgeschütz. Ich versuche es einmal wenigstens ganz drauf zu kriegen. Dieses Schiffsgeschütz kenne ich von dem was haben wir denn hier? Von dem Museumsschiff auf Peenemünde. Das müsste eigentlich ziemlich genau das gleiche sein. Dürfte auch Schnellfeuer sein. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, wir haben ein paar Leute hier. So, sehr spannend. Luft lenkt, also hier eine MRAM gegen Flugziele, entweder Hubschrauber, andere Raketen oder aber Flugzeuge. Weil ihr könnt euch vorstellen, der größte Feind eines Schiffs ist natürlich das Flugzeug und dann die abgeschossene Rakete. Und dafür waren diese Behälter mit den Raketen hier drin. Genau, das hier ist ein Nebelwerfer, der wurde auf einen Maulwurf aufgesetzt. Normalerweise ist, wie gesagt, hier ein deutsches Kettenfahrzeug oder Halbkettenfahrzeug drunter und das sind die Granaten, die man abgeschossen hat. Und am Ende des Tages ist einfach nur leere Rohre, wo man die Raketen reingefüllt hat und die wurden dann über einen Mechanismus gezündet. Hier eine riesige Rakete. Boden, Artillerie, Lenkflugkörper, Lance oder Lance. Und hier wurde dann alles eingestellt. Feuerleitung nennt man das. So, und jetzt haben wir gerade die Kinder weg. 24 cm Feldkanone. Leute, 24 cm Feldkanone. Ich bin jetzt schon 3 Meter weg. So, das Kind ist wieder da. Dann machen wir kurz Pause. So. So, Leute, ich bin jetzt bestimmt schon 8 Meter weg. Und schaut mal, da oben ist das Rohr zu Ende. Ein Riesentrümmer. Ein absoluter Riesentrümmer. Welche Zerstörungskraft. Auch im Zweiten Weltkrieg. 14 Stück wurden davon gebaut. Gucken wir, ob wir irgendwas Spannendes gekriegt haben. Gab es noch Versuche mit einer Glattrohrgeschütz. Das ist knappe 12 Tonnen. Und schaut euch mal den Zustand an. Also das ist wirklich ein Liebhaberstück. Selbst die Rohre, das ist wirklich, ja, das
kennt man, glaube ich, auch. Die dürfen leider nicht drauf. Ich hätte es mir gerne angeschaut. Aber wir haben Respekt. Und es wollen sich auch noch viele, viele andere schauen. Oh, das Geschütz kann anscheinend noch sich schwenken. Ach, leider. Müssen wir eigentlich mal fragen, ob sie das für uns drehen. So, automatische Zuführung, damit man halt auch schnell feuern konnte. So, da vorne kommen die Kinder. Wir können rechts. So, weitere Zielsuchgeräte. Das könnte so ein Abhorchgerät sein. Genau, so ein Horcher. Um jemanden abzuhören. Das ist, glaube ich, um Informationen weitläufig zu übermitteln. Propaganda zum Beispiel. Boah, ganzes Flugzeug haben die hier reingepackt. Ein ganzes Flugzeug. Flakscheinwerfer, 60 cm, gab natürlich auch noch größer. Hinten der Verschluss. Flugabwehr nur 12,8 cm. Alter. Die 8.8 kennen wir ja. Und die ist ja schon nicht klein, aber die ist halt riesig. Die ist einfach mal riesig, Leute. Oh, den Flakscheinwerfer haben wir uns gerade nicht angeguckt. Das ist übrigens eine Höhenrichteinheit. So sieht das aus. Und wie gesagt, ich entschuldige mich mehrfach für die schlechte Kameraführung, aber es ist hier drin einfach total schwierig. Das dürfte ein Flugzeug oder sowas sein oder eine Rakete. Das ist eine Rakete. Boden-Luft-Lenkflugkörper Garnev, um wirklich hochliegende Flugzeuge zu treffen. Das dürfte der Sprengkopf sein. Und meistens war das so, dass der Sprengkopf nochmal ummantelt war mit ganz vielen Wolframteilchen und hat dann die Splitterwirkung dann freigegeben und dadurch sind die Flugzeuge abgestürzt. So, also Riesenflugzeug. Riesenflugzeug. Verschiedene Luftboden. Genau, Luftbodenlenkflugkörper. Das ist hier zur Beobachtung. Also die haben wirklich aufgerüstet und auch neuere Sachen mit aufgenommen. Da freue ich mich sehr, dass es nicht eins zu eins das ist, was ich damals gesehen habe. So. Das müsste ein Hawk sein, oder? Eine Nike, okay. Alles klar. Nike Hercules. Davon hatten wir ganz viele in Deutschland stationiert. Wir waren ja damals, oder wären damals im Kalten Krieg der Prellbock gewesen, wo das Schlachtfeld zwischen NATO und Warschauer Pakt stattgefunden haben. Und wir hatten ja ganz viele Atomraketen bei uns. Und das hatten wir mit Nike und Hercules Stationen. Und das hier ist so eine, die konnte mit Atomsprengköpfen bestückt worden sein. Oder werden. Verschiedene Raketen. Verschiedenster Kaliber. So, Boden, Luft, Arm gestützt. Kennt ihr sicherlich aus verschiedenen Filmen. Und den will ich euch noch zeigen. Den habe ich gerade übersehen, obwohl er riesengroß ist. Da, ein riesengroßer Flakscheinwerfer. Die wurden auch eingesetzt in Nürnberg, um das Reichsparteitaggelände zu bestrahlen. Und schaut mal, was dafür notwendig war. Die waren autark einsetzbar. Die hatten einen eigenen Generator und konnten hier dann bedient werden. So, man sieht hier sogar, wie man die anfahren musste. Also schon bemerkenswert. So, wir sind ja gerade von da gekommen. Ich möchte euch hier auf jeden Fall noch die Kanonen zeigen, die Geschütze. Vorne übrigens, damit man die abschleppen konnte. 10 cm Kanone. Teilweise Kanonen dabei, die im Gebirge eingesetzt worden sind, weil der Lauf dann kürzer sein musste. Leichtes Infanteriegeschütz, ganz früh im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Auch eher für Steilfeuer. Alle noch mit gezogenem Lauf, auch sicherlich einer der bekanntesten. Und hier wären wir gerade reingekommen.
So, das ist übrigens ein Tor. Nee, sorry, Mörser Karl. Tor sieht ähnlich aus. Und das sind die Mörsergranaten. Riesengroß. So, Uniform schenke ich euch, sonst wird das Video absolut zu lang, weil wir haben noch eine obere Etage. Und hier werden wir weitere Feldhaubitzen sehen. Genau. M2A1 müsste amerikanisch sein. Und frühe Mörser. Der ist sicherlich auch richtig wert in den richtigen Händen. Und hier seht ihr mal, wie so ein gezogener Lauf aussieht. Und das ist hochwertigster Stahl, ultra fest. Genau. Also Leute, ich würde sagen, das ist wirklich ein Highlight-Museum. Und vor allem für den Kurs, da gibt es, glaube ich, in Deutschland oder vielleicht sogar weltweit nichts Vergleichbares. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr mal hier hinkommt. So, und wir gehen jetzt mal nach oben. Vorbei an einigen Modellen. Alter, es geht sogar noch weiter nach oben. Ich glaube, das Video werde ich höchstwahrscheinlich hochladen ohne Premiere. Ich glaube, das werde ich ohne Premiere hochladen. So, hier sind ganz viele alte Waffen. Eine frühe Gatling, Revolverkanone. Ganz furchtbar, weil die Gegner wussten damals nicht, was sie erwartet. Und das war das erste Schnellfeuergeschütz. Zwei, drei von auf den Schlachtfeldern. Und die Angreifer hatten keine Chance. So, ein überschweres Gatling. Da seht ihr einfach mal. Das ist, glaube ich, das Modell, was in der A10 Warthog verbaut wurde. Das macht brrrr. Kennen viele Männer von euch wahrscheinlich. Auch sehr spannend, das Modell. Verschiedene Flugabwehrkanonen. Drilling sogar. Das geht noch weiter. So, Handfeuerwaffen, Schnellfeuer. MG34 und Co. Überschwere Maschinenkanonen. Teilweise auch als Flugzeug Bordgeschütz genommen. Aber auch gerne auf Panzer. Das ist ein überschweres, meistens Browning. So, und total spannend. Für jeden WW2-Enthusiasten ist natürlich das MG 42 und MG 34. So. Und da haben wir es. MG 42 auf Drehlafette. Auch Hitlersegel genannt. Die hatten immer ein bis zwei Läufel mit dabei zum Tauschen. MG 56 Prototyp. Man hat es also nach dem Krieg noch weiter entwickelt und jetzt tatsächlich sehen wir mal den Unterschied zwischen einem MG 34 und einem MG 43. Und zwar seht ihr vorne am Lauf, das sind quasi Löcher drin und hier haben wir Ovale und ja, man kann sie tatsächlich, wenn man es einmal weiß, nicht vertauschen. Sehen komplett anders aus. Hinten würde ich sagen, okay, aber vorne seht ihr selber auch die Mündungsbremse. Das ist komplett unterschiedlich. Also neueres Modell, MG 42, MG 34, beides aber natürlich total tödliche Waffen. Ja, das müsste Browning sein, genau. M1919 A4 gab es in verschiedenen Ausführungen, verschiedenen Stärken. Ja, spannend, spannend, spannend. Ja, hat man wahrscheinlich. Ne, sind keine. Ich dachte. Aber interessant, oder? Vier Stück
aufeinander oder nebeneinander gelegt und dann synchronisiert. Das ist sicherlich nochmal ein Blick wert, ein um die Ecke Schießgerät. Dann konnte man um die Ecke schießen. Damit hatte man schon häufiger experimentiert. So, verschiedene Flugabwehrgeschütze. Auf Lafette, manchmal auch komplett solo, damit man das mal aussieht, wie das Gewehr oder die Kanone aussieht. Das sieht ja auch spannend aus. Also schon super. Wie gesagt, nicht falsch verstehen, ne? Aber die Technik an sich ist ja spannend, nur dafür, wofür sie gemacht wurde, ist natürlich Katastrophe. Und so viele verschiedene Modelle. Ich glaube, das ist vom Gepard. Die ist vom Gepard. Und das ist übrigens die Zuführung. So sieht das aus. Von beiden Seiten, damit man eine hohe Feuergeschwindigkeit hinbekommt. Für ein Schiff wieder. Und hier sehen wir verschiedene Gewehre. Maschinengewehr. Kennt man aus diesen ganzen Battlefield-Spielen. Ja, die kenne ich alle von diesen Battlefield-Spielen. So, und hier ein Sniper. Präzisionsschützengewehr. Schaut euch mal die Mündungsbremse an. So, was haben wir hier? Das schenken wir uns. Wir gehen lieber noch eine Etage nach oben. Und da sehe ich schon ein paar Schiffe. Das mache, Leute. Das Video ist einfach viel zu lang. So, da ich mich selbst nicht so für Helme und so weiter interessiere, gehen wir hier einmal drüber hinweg. Aber hier Steilfeuergeschütze oder auch Mörser genannt. Oh, ein Festungs... Das ist geil. Wir waren ja schon häufig in diesen Maginot-Bauwerken oder in verschiedenen anderen Bauwerken. Und ich habe mich immer gefragt, wie funktioniert denn so ein Maschinengranatwerfer M19. Habt ihr euch wahrscheinlich auch immer gefragt, oder? Und wir gucken uns das jetzt mal an. So, also vielleicht könnt ihr euch, und vielleicht blende ich es auch ein, an die Kuppeln erinnern, bei der Maginot-Linie oder bei den Deutschen. Da war immer so ein kleines Röhrchen raus. Und da war dann entsprechend der Lauf, das ist hier der Lauf. Und das wird wahrscheinlich die Zuführung gewesen sein. Wir gucken mal. Das ist die Zuführung der Kanonen, meistens am Gurt. Da unten sehen wir den Gurt. Dann konnte man das hier über die Rädchen einstellen, wo es hingeht. Und dann wird das von irgendwo, hier, da ist der, da ist die Zielvorrichtung. Da seht ihr das Periskop. Damit konnte man schauen. Und dann hat man entsprechend justiert und hat dann in einer sehr schnellen Feuerfolge schießen können. Überschwere Mörser, die gibt es halt in allen Größen, komplett auch mobil. Unten der Teller, damit man die am Boden ausrichten konnte. Und dann hat man vorne immer die Granaten reingeworfen, die sind dann explodiert und sind dann, je nach Winkel, sind die dann geflogen. Und das hier ist ein Mörser aus dem Ersten Weltkrieg, mittlerer Minenwerfer. Hier haben wir mehrere, hier haben wir auch noch. Und hier haben wir einen großen. Also es ist auch nochmal spannend, die zu sehen, weil es ist auch relativ selten, dass man Minenwerfer aus dem Ersten Weltkrieg noch sieht. Auch verschiedene Größen.
damit man mobil ist. So, da waren die gerade so nett und haben mich filmen lassen. Das ist sehr nett. Bin aber gerade weg, sonst hätte ich mich bei denen bedankt. So Zielfernvorrichtungen, Nachtsichtgeräte, Vergrößerer, alles hier. Verschiedene Nachtsichtgeräte für die Waffen selbst. Winkelspiegel, das erspare ich euch jetzt einmal. Das könnt ihr euch selber anschauen, wenn ihr hier in der Nähe seid. Dann haben wir hier noch verschiedene Waffen. Eine Handmörser, Leute. Gibt es ja heute auch. Töpfe, Granattöpfe, Gewehrgranate. Hat man vorne reingesteckt, abgeschossen. Und in die, wenn man die heute beim Sondeln findet, sollte man echt aufpassen. Ich sondel ja nicht, aber es gibt so zwei, drei Sachen, die sollte man tunlichst nicht anfassen. Und Gewehrgranaten gehören dazu, die sind hochexplosiv. Ja, das ist ein relativ modernes Teil von der Bundeswehr. Granatwerfer, 50 glaube ich. Muss eigentlich auch drinstehen, aber tut es nicht. Und das ist schon auch ziemlich, damit kann man Türen öffnen, ohne Probleme. Mini, ach guck mal hier, aus Battlefield. Der Mörserträger hat ja genau das Ding dabei. Oder den hier hat er glaube ich dabei. Also da lohnt es sich. Ich habe ja mittlerweile, glaube ich, 12% weibliche Follower. Da lohnt es sich quasi für euch Männer, dass ihr in der Überzahl seid, dass ihr euch solchen Content dann anschauen könnt. So, wir gehen mal weiter. So, und hier haben wir noch ein paar Panzerabwehrkanonen. Mal gucken, ob wir auch eine SIS dabei haben. Man brauchte natürlich auch eine relativ leichte Möglichkeit und eine mobile Möglichkeit, Panzer abzuschießen. Und das hat man mit Panzerabwehrkanonen gemacht. Die wurden natürlich über die Jahre immer größer. Das ist noch ein sehr frühes Modell hier. Das ist die M1938. Das ist der Vorgänger von der PAK 40. Mal gucken, ob wir die PAK 40... Hier haben wir die PAK 40. Das ist so das bekannteste Modell eigentlich. Auch ziemlich gut zu erkennen und auch eine der meistgebautesten Panzerabwehrkanonen. Ist deutsches Reich, hätte ich schon fast gesagt, ist ein amerikanisches Modell. Ah, ist eine französische Feldkanone, das Rohr ist davon, aber das Schild und so weiter ist deutsch. So, also wir gehen jetzt mal weiter nach oben. Das ist natürlich eine ganz alte von 1918. Eine der ersten Panzerabwehrkanonen, die es überhaupt gab. Und Kimmel und Korn hat man damals noch gezielt. So, hier sind wir gerade alleine. Ich glaube auch, das ist für viele hier gar nicht mehr so interessant. Hier geht es um Signalübermittlung. Und das hat man früher natürlich mit Schreibmaschine und Co. getan. Stellt euch vor, wir würden hier eine Enigma finden. Die werden ja für mehrere Millionen mittlerweile gehandelt, deswegen werden wir die hier nicht finden. So. Entfernungsmessgeräte. Verschiedenster Modelle. Ja, das ist für die meisten natürlich nicht mehr ganz so spannend. Aber da sieht man auch, wie sich das ganze Thema entwickelt hat. Mittlerweile macht man das ja auch nicht mehr hier mit Steckverbindungen, sondern hat natürlich verschiedenste Spezialfunkfrequenzen, ich glaube Bossfunkfrequenzen nennt man die. Und das hat sich alles schon deutlich modernisiert, musste ja auch. So, was haben wir hier? Kameras, glaube ich, so wie das aussieht. Leute, also Nostalgiker unter euch, die werden hier auf jeden Fall nochmal auf ihre Kosten kommen. Ich glaube für alle anderen gerade relativ unspannend. Und hier sieht man auch nochmal, dass wir hier tatsächlich in einem alten, originalen Gebäude sind. Und ich glaube, jetzt haben wir auch die letzte Etage erreicht. Ich
sehe auf jeden Fall Karabiner. Man könnte auch sagen Gewehre. Selbstladegewehr. Ganz modernes Tötungswerkzeug. Völlig verschiedene Modelle. Auch hier werde ich nur ganz kurz durchgehen. Wenn euch das interessiert, dann fahrt selber hin. Hier ist auch alles kameraüberwacht, mehrfach. Alte Musketen. Und hier der letzte Raum, glaube ich. Handfeuerwaffen. Zielfernrohr. Fehlt nur noch das Steinschloss, ne? Also, auch spannend. Definitiv spannend. So, sogar mit Degen verlängert. Ja, widerlich eigentlich. Wirklich widerlich. So, ich glaube, Leute, wir sind jetzt ganz oben angekommen. Das Video ist keine Ahnung wie lang geworden. Ich werde es tatsächlich nicht als Premiere laufen lassen, sondern ich werde es vielleicht sogar noch heute oder morgen, ich muss mal gucken, wann ich es veröffentliche, werde ich es ganz normal ohne Premiere veröffentlichen, weil es nicht 100% zu meinem Kanal passt, aber irgendwie auch schon. Aber da es auch relativ lang ist, werde ich das quasi nicht mit euch in der Premiere gucken. Dafür sind die anderen Videos, wo ihr dann Lost Places und so weiter erlebt. Ich würde mich aber trotzdem einmal freuen, insbesondere vielleicht, weil ich auch neue Leute angesprochen habe, ob euch so ein Content gefällt, ob ihr gerne mal weitere Museen, also ich werde es auf jeden Fall machen, ob ihr es wollt oder nicht. Aber schreibt mal trotzdem mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht eine Empfehlung habt für ein Museum. Und dann würde ich mir das anschauen. Also in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr es natürlich auch gerne formulieren. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Random Life. So, ich melde mich tatsächlich noch mal von draußen, Leute. Ich habe gerade noch mal die Gelegenheit gehabt, mich mit dem Nicht-Museumspersonal, es ist nämlich kein Museum, es ist eine wehrtechnische Studiensammlung. Ich habe, glaube ich, ein, zwei Mal gesagt, es ist ein Museum, es ist aber kein Museum. Also vielen Dank an euch beide. Ihr habt mir noch mal ganz, ganz viele wichtige Informationen gegeben. Und an dieser Stelle keine direkte Werbung, weil ich bekomme kein Geld dafür oder so. Ich habe das hier aus freien Stücken gemacht. Aber ich kann euch nur den Tipp geben, fahrt hier hin, sprecht auch mal mit den Leuten, die hier unten quasi die Ausweise entgegennehmen, weil ihr gebt quasi beim Reingehen einmal eure Ausweise ab, bekommt dafür ein kleines Besucherkärtchen. Ich glaube, ich habe es am Anfang auch erwähnt. Und die sind mega nett und sehr aufgeschlossen mir gegenüber. Und die haben mir gesagt, dass zu der Museumsnacht hier in Koblenz, die ist wahrscheinlich so Ende Sommer, August, September, ihr müsst selber mal schauen, werden hier teilweise auch Ausstellungsobjekte vorgeführt, wie Panzermotoren und so weiter. Und das macht auf jeden Fall Sinn, dass man sich das einmal, insbesondere wenn man von hier guckt oder von hier kommt, sich das einmal anschaut. Und ich gebe euch noch mal ein paar Informationen. Also täglich von 9.30 Uhr bis 16 Uhr, auch sonntags. Und an folgenden Tagen nicht geöffnet, Neujahr, Rosenmontag, Karfreitag, Weihnachten und Silvester. Das bedeutet, kommt auf jeden Fall mit euren Familien hin und sagt unten auf jeden Fall mal Bescheid, dass ihr quasi über das Video hier auf die wehrtechnische Studiensammlung aufmerksam geworden seid. Und ja, ich werde mir jetzt erstmal was trinken, weil ich habe erstmal das YouTube-Video quasi komplett vertont und dann nochmal ganz viele Hochkant-Videos und vielleicht hört es an meiner Stimme und an meinem Schal. Meine Stimme lässt so langsam nach. Also in diesem Sinne, genug gelabert. Vielen Dank an das Museumspersonal. Ihr wart mega freundlich. Dafür vielen Dank. Und an alle anderen, besucht unbedingt diesen Spot. Der ist mega.